Hallo, Kuno hier wieder von B4B-TV. Wo es um Personalmarketing geht, um Arbeitgeber-Image-Aufbau, dass du die Top-Bewerber bekommst und auch dein Arbeitgeber-Image. Und darum geht es heute. Und zwar gibt es etwas, was die wenigsten tatsächlich auf dem Schirm haben, was aber enorme Zuwachsraten hat. Und zwar ist es so, dass Kununu, ja, ich hoffe, ich habe es richtig ausgesprochen, weil das ist ja auch ein Name, aber egal. Ist ein Bewertungsportal für Arbeitgeber. Das heißt, du als Arbeitgeber kannst heute bewertet werden. Wusstest du das? Wenn nicht, wirst du jetzt sagen, wie die meisten, wenn ich die anspreche draußen, wenn ich Termine habe oder Empfehlungen bekomme, die dann zu uns kommen, als Kunden, ja, wie immer, mit Bewertung wird erstmal, will ich nichts mit zu tun haben, weil das Erste, was die Leute machen, ist negativ. Genau das ist der Punkt, aber warum du doch dann starten musst. Weil wenn du erst negative Bewertungen hast, weil wir wollen ja Arbeitgeber-Image aufbauen, und eins ist definitiv Fakt, das haben wir festgestellt, wenn du deinen Namen eingibst bei Google, taucht das auf der Seite 1 relativ schnell auf, weil es hat ja mit einer Firma zu tun. Und sowas gucken sich der Arbeitgeber nicht an, aber die Mitarbeiter gucken sich das an. Und wer bewirbt, wer macht diese Bewertung? Im ersten Step immer ein Mitarbeiter oder ein Ex-Mitarbeiter, wo mal etwas nicht gepasst hat. Ist ja auch okay, ist ja auch legitim. Wir leben ja auch in einer Zeit, wo das alles machbar sein soll. Ganz wichtig ist, ich rufe hier nicht auf, um Bewertungen zu erzwingen. Die sollen ehrlich sein. Du kannst nämlich, das ist jetzt der Punkt, wo ich rüberschwenken will, vernünftig, mit einer vernünftigen Bewertungsstrategie, die du hier unten drunter bei uns im Video auch zu kaufen bekommst, weil wir haben eine Strategie entwickelt, wie du langfristig immer bei 4 Sternen sein kannst. Und das ist das, was ich auch jedem gerne an Hand geben möchte. Baut euch eine Bewertungsstrategie auf. Weil was passiert, wenn ihr nämlich positive Bewertung bei Kununu habt? Ihr bekommt mehr Bewerbung, ihr bekommt den richtigen Kandidaten und ihr habt schon einen super Einblick für andere, die sehen, okay, ihr seid ein toller, attraktiver Arbeitgeber und darüber sagen das ganze Mitarbeiter, die bei euch sind oder auch die nicht mehr bei euch sind. Und das ist doch etwas, was positiv ist. Und das ist ja auch ein Punkt im Bereich Personalmarketing oder Employer Branding, wo wir das Thema Arbeitgeber-Image ja aufbauen möchten. Deswegen, tu mir einen Gefallen, beachte das Ganze. So, jetzt habe ich noch einen Zettel hier, damit ich mal ein bisschen rüberschielen kann, weil es ist wirklich das Relevanteste ist. Ich bin immer der Freund davon, es gibt auch noch andere, aber das, was Google nicht kennt, kennen die anderen auch nicht, sage ich immer von der Idee her. Und die Masse geht auf Kununu. Kununu hat letztens eine eigene Statistik rausgebracht, nur für dich nochmal zur Info. Die haben eine Zuwachsrate an Bewertungen jährlich von 15%. Ich glaube, die haben keine Ahnung, wie viele Millionen an Bewertungen. So, und das Schöne bei der ganzen Geschichte ist, was du nicht weißt, du kannst es gar nicht verhindern, weil Mitarbeiter dürfen alleine einen Arbeitgeber einstellen und sie dürfen alleine dann anonym diesen bewerten. Und die Frage ist, möchtest du das wenigstens beeinflussen ein bisschen, sprich durch positive Bewertungen durch deine Mitarbeiter, die so zufrieden sind und nicht durch den einen, der deinen ganzen Durchschnitt, der eigentlich top ist, nach unten reißt, nur weil du es nicht beachtest. Deswegen ist mir das Thema sehr am Herzen, dass du das machst, weil es wird immer relevanter. Momentan ist es ein Prozentsatz, der bestimmt wichtig ist, aber er wird immer wichtiger für die Zukunft. Gerade wenn du jüngere Kandidaten ansprechen möchtest, musst du das berücksichtigen. Okay, mein Zettel sagt noch, es gibt bei StepStone die Möglichkeit zu bewerten, bei Mein Chef, JobVote, Glassdoor ist ja auch da, die Amerikaner und so weiter. Es gibt da einige Bewertungsplattformen. Aber richtungsweisend und relevant ist tatsächlich, was wir festgestellt haben, Kununu. Und das solltest du dir mal anschauen. Vielleicht hast du ja auch schon Bewertungen, die du gar nicht mitkriegst und dich vielleicht wunderst, warum kriegst du zurzeit keine Bewerbung oder weniger. Oder andere haben mal gesagt, ja, ihr Ruf ist nicht so gut und so weiter.
weil das kann man ja dadurch relativ schnell beeinflussen. Und wie ihr euer Arbeitgeber-Image aufbauen könnt bei Kununu, relativ einfach, weil die Sache ist ja auch sehr transparent. Die Kandidaten können Texte reinbringen, sie können Meinungen und so weiter äußern, weil das sind vorgefertigte Templates, also sprich Vorgaben, die abgefragt werden, wie ist die Arbeitsatmosphäre, wie sind Karrierechancen, wie ist das Gehaltsgefüge und so weiter. Das heißt, derjenige hat, glaube ich, 10 oder 11 Punkte die Möglichkeit, das nach vorne zu bringen. Und das ist natürlich etwas, was euer Arbeitgeber-Image, welches ihr nach außen tragen wollt, natürlich förderlich ist. Also Kununu hat ja nicht das Ziel, euch zu schaden, sondern andersrum eine faire und öffentliche Meinung nach außen zu bringen, damit die Allgemeinheit weiß, was das Thema Arbeiten bei dir bedeutet. Das ist die Grundidee und das ist als Hilfe zu sehen und das solltest du auch so machen. Was wichtig ist bei Kununu, die haben für sich auch Ziele gesetzt. Die Ziele sollte man kennen für euch. Die Idee ist wirklich die, dass wenn jemand einen Arbeitgeber googelt, dass er bei Kununu auch gefunden wird. Das heißt, dass man als Arbeitgeber indirekt gar nicht vorbeikommt. Das ist für euch relativ wichtig, um eine Transparenz zu bekommen, um das mit reinzubekommen. Das heißt, ähnlich wie bei Google. Google gibt es ja diesen Google My Business Eintrag, wo halt Bewertungen über die Unternehmen zu sehen sind oder über diesen Standort oder was auch immer. Ist Kununu, was das angeht, hat sich auf die Fahne geschrieben, in nächster Zeit das Ganze halt nach vorne zu bringen, was den Arbeitgeber angeht. Okay, ich hoffe, ich konnte dir mit dem Thema Bewertungsmanagement oder dieses Thema Arbeitgeberbewertung ein bisschen die Augen öffnen, dir erklären, was dahinter steckt und hoffe und freue mich auf dein Feedback, Kommentare. Vielleicht habt ihr auch etwas, was euch am Herzen liegt, dass wir annehmen sollten. Und wie gesagt, und wenn ihr auf jeden Fall diese 4-Sterne-Strategie haben wollt, wir wollen auch ab und zu ein paar Sachen an die Hand geben und auch umsetzen. Wir haben eine Strategie entwickelt, die euch langfristig ein super Image aufbaut. Wie gesagt, und das Ganze mit einer To-Do-Liste, mit bestimmten Ideen und Vorlagen, sodass es auch mit einer Strategie funktioniert, nicht mit manipulierten Bewertungen, ganz wichtig, weil davon rate ich jeden ab, weil das wird sich früher oder später rumsprechen. Oder wenn das rauskriegt, das ist dann eine Welle nicht so, sondern so, und dann habt ihr richtig Probleme. Und das ist das, was man nicht will und nicht braucht. Okay, euer Kununu von B4B TV. Ich freue mich auf euer nächstes Video, dass ihr euch anschaut und abonniert den Kanal.